man kann. Es ist ja sogar angedacht jetzt, dass man schneller eingreift, ob man der russischen Grenze ermöglichen kann. Das soll beim nächsten NATO-Gipfel am 4. September in England besprochen werden. Das ist die vollkommen falsche Entwicklung. Wer sich Russland zum Feind macht, der muss lebensmüde sein. Was wir stattdessen machen sollen, ist unser Problem lösen. Unser Problem ist nicht Russland. Unser Problem ist die Finanzoligarchie, die in Frankfurt, London und Washington die wirtschaftlichen Zügel in der Hand hält, die die Länder ausblutet mit einer brutalen Sparpolitik. Wir sind ja mittlerweile so weit in unserem ach so freien Europa, dass hier Mehrheiten unterdrückt werden, nämlich in Griechenland und in Spanien, wo Leute teilweise keinen Zugang mehr haben zu medizinischer Versorgung, wo die letzte Krebsklinik in Athen geschlossen wurde, wo Malaria wieder ausbricht, dritte Weltkrankheiten. Die EU und die Europäische Zentralbank wird aus Europa dritte Weltländer machen. Das wollen wir beenden. Wir brauchen einen Aufbau, so wie er gerade in Russland und China passiert. Und das geht nur, wenn wir die Finanzen in Ordnung bringen. Die Finanzen in Ordnung bringen heißt, wir brauchen das Trendbankensystem, also das Gesetz von Roosevelt 1933, wo er die Banken an die Kette gelegt hat. Und dann brauchen wir einen neuen New Deal. Wir müssen Deutschland wieder auf Kurs bringen. Deutschland sollte sich an der Entwicklung der Kernfusion, an der Nutzbarmachung der neuesten Form der Kernkraft aktiv beteiligen und auch großartig beteiligen. Wir haben ja hier in Roßendorf und auch an der TU Dresden immer noch Kapazitäten. Die sollte man nutzen. Wir brauchen also Infrastruktur und Hochtechnologie. Das ist die Zukunft. Und zwar gemeinsam mit Asien. Also, am 31. August die Büso. Bürgerrechtsbewegung Solidarität in den sächsischen Landtag.